Herzlich willkommen im neuen Hochschulgebäude der Stadt Neumarkt. Bei mir ist der Thomas Kautnick, städtischer Projektleiter des Hochschulneubaus. Und wir wollen Ihnen mal unsere neue Hochschule zeigen. Also hier sind wir jetzt im Lichthof der Schule. Der öffnet sich schön nach oben, was eine gewisse Helligkeit darstellt in dem Gebäude. Die Akustik ist sehr angenehm durch die Heraklitplatten und die seitliche Verkleidung. Wie gesagt, das Glasdach kann geöffnet werden. Durch das haben wir die Möglichkeit einer Nachtauskühlung. Und wie gesagt, das Gebäude kann nachhaltig ohne große Energieerzeugung abgekühlt werden. Also hier sind wir in einem unserer Seminarräume. Davon haben wir zwei Stück im Erdgeschoss. Das ist jetzt einer mit 50 Sitzplätzen. Drüben nochmal einer mit 50 Sitzplätzen, multifunktional. Die Schiebewände können wir aufmachen, je nach Belieben. Drüben auf der gegenüberliegenden Seite haben wir nochmal zwei Räume mit jeweils 30 Sitzplätzen. Ja, Herr Kautnick, jetzt sind wir ja in einem ganz besonderen Raum. Ja, genau, das ist unser Hörsaal, der ungefähr 100 Studenten fasst. Der öffnet sich zum Residenzplatz, wird gleichzeitig auch ein bisschen verschattet durch Außenelemente, hat natürlich die aktuellste Mediensteuerung herin, was jetzt im Moment Standard ist. Was mich freut, ist, dass die Hochschule trotzdem noch ein bisschen Tradition wahrt und auch noch eine grüne Tafel praktisch bestellt hat bei uns. Und die haben wir natürlich auch gerne eingebaut. Wir können die Beamer laufen lassen, wir können alles Mögliche steuern und ich denke, dass die Studenten hier wirklich gut lernen können. Dann gehen wir mal zur Dachterrasse. Hier haben wir einen kleinen Aufenthaltsbereich für die Studierenden mit Kicker, Wasserspender und die Dachterrasse mit einer wirklich tollen Aussicht in die Altstadt. Und da vorne ist der Aufzug, der direkt in die Tiefgarage geht. Man sieht auch unser Wohnheim, das wir für die Studierenden gebaut haben. Also das ist jetzt eine der zwei Lüftungsanlagen, die wir haben. Ungefähr dieselbe Größe. Und wie gesagt, die hat die Möglichkeit, dass man in den Abgasstrom Wasser einsprüht und dadurch Adiabatikühlung schafft. Alles neue Tiefgarage. Herausforderung da war einfach das schwierige Bauumfeld. Hochanstehendes Grundwasser, also das Grundwasser geht bis unter die Decke, fast. Und das hat natürlich gewisse Herausforderungen gebracht für uns, dass wir da überhaupt einmal bauen haben können. Ne? Ja, Herr Kautnick, wir haben also hier wirklich ein qualitativ hochwertiges Hochschulgebäude gebaut. Viele haben da zusammengewirkt. Handwerker aus der Region, Planer, unsere Verwaltung. Und wir freuen uns natürlich, wenn jetzt viele Studierende nach Neumarkt kommen.